die Flüchtlingsunterkunft an der Mainzer Straße in Wiesbaden. So wie überall in Hessen und in ganz Deutschland steigen auch hier die Zahlen der Neuankömmlinge Tag für Tag. Aus aller Welt strömen immer mehr Menschen auch zu uns ins Rhein-Main-Gebiet. Wer Glück hat, kommt in einem Haus wie diesem unter und muss nicht wie viele andere erstmal mit einem Platz im Notzelt klarkommen. Auch Hessens Sozialminister Stefan Grüttner weiß, der Zustrom von Flüchtlingen wird weiter anhalten. Und auch die aktuellen Prognosen sind vielleicht schon bald wieder Makulatur. Die Frage von Asylsuchenden und Flüchtlingen ist kein Thema, das am 31.12. erledigt ist, sondern das Thema wird uns noch einige Jahre begleiten. Insbesondere, wenn man die Zahlen, die die Vereinten Nationen sagen, dass über 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, weiß man, dass das ein Problem ist, das nicht von heute auf morgen aufhört. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass die Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, dass die Menschen, die Schutz bei uns suchen, diesen auch finden. Im Umkehrschluss müssen allerdings auch diejenigen, die hier keine Bleibeperspektive haben, möglichst schnell in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Um Flüchtlingen eine erste angemessene Unterkunft bieten zu können, müssten die Länder möglichst punktgenau planen können, so Grüttner weiter. Und das sei nun besser möglich als vorher. Dankbar und auch ein bisschen stolz ist der Sozialminister auf seine Hessen, denn die hießen die Flüchtlinge in der überwiegenden Zahl der Fälle nach wie vor ganz herzlich willkommen. Die Hessen leben eine Willkommenskultur und es ist ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement zu verspüren. Wenn in einer Zeitung ein Aufruf gemacht wird, wir brauchen Kinderwagen, weil so viele Kinder in unsere Erstaufnahmeeinrichtung gekommen sind und über Nacht über 70 Kinderwagen abgegeben werden und bei meinem Besuch mir einer präsentiert wird, in dem hätte sogar ich eigentlich noch als Kind gefahren werden können, aber es waren auch sehr moderne dabei, dann zeigt das, dass eine hohe Willkommenskultur nach wie vor vorhanden ist und die Hessen gerne helfen. Besonders Frauen, die alleine oder nur mit ihren Kindern auf der Flucht sind, werden sich in Hessen in Zukunft wohl noch willkommener fühlen. Als Sofortmaßnahme will das Land für sie spezielle Schutzräume in den Flüchtlingsheimen schaffen.